Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wird es ein ganz besonderer Tag sein und ich freue mich schon so krass, Leute, denn wir sind heute in Europa-Park! Und wir machen Sophia eine Überraschung. Sophia, wink mal, wo bist du denn, Schatz? Wirst du heute eine Euromaus kennenlernen? So geil! Sind wir auch gleich mal erste Reihe? Leute, ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich hier. Nein, Spaß, Artefil noch nicht. Es ist wie beim Kinder mit der Family da. Du wirst gleich eure Maus kennenlernen. Start. Jetzt sind wir bei Wooden angekommen. 25 Minuten Wartezeit. Sollen wir vielleicht doch Blue Fire gehen, wenn es nur 5 Minuten sind? Hier, oder? Ja. 25 Minuten. Sind wir für Karate? Festheben. Ganz festhalten, ja? Guck mal, wie schön. So. Aber. Tete. Okay. Jetzt heb dich fest, heb dich fest. Aber ihr hat es nicht gefallen, gell? Sophie hat ein bisschen Angst bekommen. Cool aus! Wo ist das Hexenhaus? Schon da drin? Jetzt für uns bitte.
Papa ist am Start, das erste Mal. Я больше адреналин. Einmal hier essen. Wir haben uns hier einen Tisch reserviert. Beim Afrikaner. Hier sieht es voll gemütlich aus. Wir waren hier letztes Mal schon. Es hat uns so gefallen. War richtig lecker. Guten Appetit! Thank you.
Wir sind wieder zu Hause. Wir haben gestern gar nicht mehr gefilmt. Das war so anstrengend. Dann gegen Ende waren wir alle todmüde, Leute. Es war echt anstrengender Tag. Es war richtig crazy, richtig geil. Aber danach waren wir, wo wir ins Auto eingestiegen sind, wir waren bis um 7. Der Park war eine Stunde länger auf. Und wir sind um 7 dann ins Auto, oder kurz nach 7. Und ganze Fahrt habe ich nur geschlafen, gepennt. Mein Vater war am Steuer und alle waren nur ruhig. Sophie hat auch ganze Fahrt durchgeschlafen.
Aber es war so geil, Leute. Es war einfach nur unvergesslich für uns alle und für Sophia. Erst einmal Europa-Park. Gell, Schatzi, wo warst du gestern denn? Hä? Wo warst du? Wo warst du, mein Schatz? Es gibt ja so viele Kinderkarussells. Ich hätte es mir nie gedacht. Ich dachte, Europa-Park ist eher so... Ja, auch für Kinder natürlich, aber da ist halt mehr so Action, so große Achterbahnattraktionen. Aber die haben so viel dazu gebaut, also, und ich habe mich auch nie davor, also wo ich kein Kind hatte, schaut man nicht so auf die Kinderattraktionen. Da will man nur schnell irgendwo in die Schlange rein, dass man irgendwo was fahren kann. Und ja, es war auch gar nicht so viel los, wir sind überall fast durchgerannt, es waren... Mal 25 Minuten haben wir maximal gewartet, aber es war nicht mal, also stand 25, aber es war viel, viel kürzer. Und ansonsten bei Kinderattraktionen sind wir direkt eingestiegen, also es war richtig geil, Leute, ich muss echt sagen, Europa Park lohnt sich einfach immer. Natürlich war Silverstar und Blue Fire die besten, die wir gestern gefahren sind. Ey, das war einfach nur geil. Ich weiß nicht warum, aber ich habe die ganze Zeit nur Lachkrampf bekommen. Normal schreie ich immer wie Verrückte, aber irgendwie musste ich so lachen. Ich weiß nicht, warum es so war. Ja, es war auf jeden Fall richtig witzig. Robert konnte leider nicht, weil er arbeitet immer noch an seinem Projekt. Und ja, aber bald ist es auch zu Ende. Gell? Sophia hat Tonybox bekommen. Sie spielt jetzt die ganze Zeit mit dem. Wir haben die Tonys in Bibliothek ausgeliehen. Und ja, die sind sau teuer. Und so geht es eigentlich. Da kann man immer neue dann ausleihen. In diesem Video gehen liebe Grüße raus. Und zwar gehen die lieben Grüße heute an die Charlotte. Ganz lieben Gruß von uns, von Sophia und von mir. Und wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, dann könnt ihr gerne uns kommentieren und abonnieren und unsere Videos weiter teilen. Dann werdet ihr auch gegrüßt. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen und ja, dann könnt ihr uns gerne Daumen hoch geben, wenn nicht, dann nicht. Und wir wünschen euch alles, alles Liebe und hoffentlich ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Gell, Schatz? Und wir spielen jetzt. Peace! Ciao!